So, das Ganze geht jetzt ins CAM-Modul. Und dazu müssen wir es exportieren. Jetzt muss ich erstmal den Kram, den ich nicht brauche, löschen. Das hier. So, Datei. Exportieren. Als DXF. Immer möglichst ins passende Verzeichnis. So, das ist das der Anhängetisch. So, dann tun wir das exportieren und dann gehen wir rüber ins CAM-Modul. So, dann sind wir im CAM-Modul, in dem Fall VK Pro. Und Vectric, meine ältere Version 6.5. Mit der neueren Version verhält sich das auch alles ähnlich. So, wir öffnen die Datei. Wir haben ja vorher unser DXF erzeugt. Öffnen, Anhängetisch, öffnen. So, dann haben wir das hier. Ich weiß, mein Material hat 12 mm. Null Punkt unten. Nullpunkte werden nicht verschoben, Vektoren werden im Material zentriert. Okay, so. Erste Handlung ist alle Vektoren miteinander verbinden. Ctrl A oder Steuerungstaste A oder alle Vektoren markieren. Hier, nee, alle Vektoren markieren. Genau, Ctrl A. So, dann sage ich hier Dateien. Vektoren verbinden, also bearbeiten, Vektoren verbinden, verbinden. So, da hat er alle Vektoren geschlossen. Das heißt, wenn ich jetzt hier anklicke, bildet das immer eine geschlossene Kontur. So, wir wollen zuerst machen wir unsere Haltebohrung. Dafür tue ich sie sammeln. Shift-Taste kann ich sammeln. Daraus mache ich eine Werkzeugbahn. Mache mal als Tasche. Frästiefe 12. Fräse haben wir einen 4 mm Einschneider. Vorschub 40. Ja, das lassen wir so. In dem Fall ist Werkzeug 8, weil die werden ja ausgeblendet. Guck mal rein, Werkzeug 8. Sehr schön. Okay. So, dann sage ich berechnen. Dann hat er mir hier die Haltebohrung berechnet. Dann tun wir noch unsere Ecken verrunden, damit die Zapfen da reinpassen. Geht mit der Funktion verrunden. V-förmig. Und jetzt kann ich hier ne, Eckenradius 2 haben wir nicht, Eckenradius 4. Dann spart er mir hier die Ecken aus. Dann passt das später schön zusammen. Ja, man muss die Ecken auch treffen beim Klicken, dann klappt das. So, das gleiche müssen wir hier machen, damit es hier sauber anliegt. Nach dem Zusammenstecken. So, und da oben machen wir für die Optik die Ecken auch noch ein bisschen rund. Das hätte man vorher im CAD machen können, habe ich nicht dran gedacht.
Geht aber hier genauso. Einfach nur eine Optikfrage. Nebenbei, wenn die Maschine keine harten Ecken fahren muss, tut sich die Maschine leichter. Will heißen, die kann da besser rumfahren und fährt nicht so hart in die Ecken rein, wenn da ein kleiner Radius ist. Der Radius muss nicht groß sein, der langt auch ein kleiner Radius. Einfach, die Maschine tut sich leichter. So, dann haben wir das. Schließen. Jetzt tun wir alle unsere Durchfräsungen markieren. In dem Fall diese vier Taschen. Ich fräse das immer als Tasche, damit die Teile nicht wegfliegen. So, das sage ich hier Tasche. Frästiefe 12. Vierer Fräser. Das fräse ich ein bisschen langsamer. Weil dann werden die Taschen genauer. Jetzt haben wir Werkzeug 1. Berechnen. Jetzt fräsen wir unser großes Teil als Kontur. Außenbahn, passendes Werkzeug, Einschneider 4 mm, Werkzeug 1, wir wollen da Schläge verwenden, Länge 20, Stärke 8, ist okay, Stege bearbeiten, jetzt setze ich hier Stege, ein da, einen da und einen da. Brauche ich eigentlich? Nein, das Teil ist angeschraubt. Die brauche ich gar nicht. Die Stege kann man in dem Fall sparen, weil unser Teil ist ja hier angeschraubt. Brauchen wir also nicht. Gut. Also fräsen wir das aus. Ja. Ich muss hier den Haken bei Schlägen rausmachen. Da. So. Da hat er mir die Kontur gefräst. Macht es auch zweimal, wie man hier sieht. Sehr schön. So, und dann können wir den Rest mit der Außenkontur fräsen. So, Außenkontur, schließen, Konturbahn, außen. Jetzt brauche ich Stege. Das wird dann später verschliffen. Ein bisschen freie Schnauze hier. Ich muss aber die Stege ein bisschen schmaler machen, verlangt auch 10 als Steg. Da brauche ich keine 20 mm langen Stege. So, dann haben wir das. Schließen. Das ist okay. Aber ich sage hier, 10 langt auch. Berechnen. Dann sehe ich hier, wie er die Stege macht. Das ist okay so.
Ich bin also nicht in der Rundung drin, weil es ist lästig, wenn man Schläge in der Rundung hat. Da muss man das schleifen. So. Haben wir berechnet. Ja. Schließen. Jetzt kann ich die Werkzeugbahn speichern. Werkzeugwege speichern. Anhängetisch BXF bzw. Anhängetisch NC heißt es danach. Sehen wir auch hier. Anhängetisch NC. So, das war's hier im CAM-Modul VK Pro. Nächster Schritt ist WinPC NC. Kann ich eigentlich mal direkt hier aufmachen. Und dann geht es an die Maschine. So, jetzt können wir die Datei mal öffnen. Wo bin ich hier? Da. Anhängetisch NC öffnen. Ja, dann haben wir hier unsere Datei offen. So sieht es dann aus. In dem Fall noch falsch rum. Ganz wichtig, VK Pro muss dieser Haken hier drin sitzen. Ganz wichtig. Hängt ab vom Putzprozessor. So, jetzt sehe ich, meine Schläge sind richtig rum und meine Anfangspunkte sind richtig rum. Jetzt habe ich bloß noch eins vergessen, das muss ich im VK Pro machen. Weil bei meiner großen Maschine habe ich öfter das Problem, dass die Platten nicht eben aufliegen. Das heißt, ich muss den Wert hier allgegenüber über das Material hochsetzen. Das kann ich lassen. Dann kommt hier die Megameldung, ist aber kein Problem. Tun wir dann neu berechnen und ich muss halt alles neu speichern. Das war auch kein Problem. Jetzt sehen wir einen kleinen Unterschied im WinPCNC. Das hat WinPCNC jetzt übernommen, denke ich mal. Weiß ich nicht. Dazu muss ich neu laden. Das sind jetzt einfach hier diese Einstichhöhen sind einfach höher. Die Leerfarbe zeigt das Programm hier leider jetzt nicht an. Das macht aber nichts. So, dann geht's auf zur Maschine.